Willkommen Fleischeinheiten, Hybriden und vollkybernetische Robotikwesen auf unserer bewaffneten Kaffeefahrt nach Süden. Christian Weigeltours ist froh, Sie hier an Bord begrüßen zu dürfen. Warum fange ich immer an, mit meiner Roboterstimme zu sprechen? Es passiert mir jedes Mal. Ich hatte doch mit Redding Bull ausgemacht, dass ich mich nicht enttarne, selbst bei diesem Let's Play von Skyshines Bedlam hier nicht. Es ist, irgendwas muss mit meinen Logikschaltkreisen nicht in Ordnung sein. Ich muss da mal schauen, dass ich die nachjustieren lasse. Vielleicht durch Redding Bull und einen riesigen 17er Maulschlüssel, der kann das ganz gut. Wir sind auf jeden Fall mit unserem bewaffneten Dozer auf dem Weg von Byzantin nach Aztec City hier in Skyshines Bedlam, auf dem Weg nach Süden, auf dem Weg zu diesem Elite-Battle, zu diesem Boss-Battle. 4 Tage Route liegen vor uns, kostet uns 100 Fleisch und 1337. Nein, 100 Sprit und 1337 Fleisch haben wir ja noch. Die magische Lead-Zahl. Okay. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ich kenne nur diese Zahl, wenn ich sie sehe. Ich bin kein Haxor, trotz meiner androidenhaften Sprechweise. Während der Dose die Straße entlang tuckert, fängt das Fahrzeug plötzlich an, langsamer zu werden und durchfährt eine Gegend, die vor langer, langer Zeit dicht besiedelt schien. Die Crew steigt aus, um nach wertvollen Gegenständen zu suchen oder örtlichen Bewohnern, die vielleicht gerne handeln möchten. Warum spreche ich jetzt auf einmal mit meiner Märchenonkelstimme? Plötzlich, aus dem umgebenden Geröll, springt eine Truppe von Kämpfern, die sich uns nähert, angreift und dabei brüllt. Bäh. Wen nehmen wir denn mit? Wir haben einen Trencher-Veteran, eine Scharfschützen-Veteran. Ja, wir mischen mal das ganze Team mit. Neu. Ich muss wahrscheinlich doch auf Veteranen zurückgreifen in diesem Kampf, denn unser Vorrat an Energiezellen sieht extrem dünne aus. Das heißt, wir können keinerlei Spezialfähigkeiten einsetzen, keinerlei Heilung, keinerlei gar nichts. Also Sebastron, unser super Frontliner, 12 Trefferpunkte, der hält einiges aus mit seinem Leuchtknüppel. Ganzlinge gibt es gerade keine, deswegen ein Trencher wie Roffer und 2 Scharfschützen, Jazirium und Tarusa. So langsam wird es ja doch etwas eng und die Luft wird dünn hier. Ja, mir fehlen hier tatsächlich so ein paar XCOM-typische Ausrüstungsgegenstände. Vielleicht mal eine bessere Rüstung oder ein Scope für besseres Zielen oder auch mal eine Handgranate oder irgendwas, was ich an Spezialfähigkeiten benutzen könnte, ohne dass es gleich diese verdammten Energiezellen kostet. Es gibt keine Forschung hier, es gibt keine Levelaufstiege aus einem erhöhten Schaden für die Leute, es gibt keine Spezialfähigkeiten. Da hätte ich einfach mir gerne etwas mehr erhofft. Das ist mir einfach zu dünn. So schön das Spiel aussieht, gameplay-technisch kocht die Pfanne hier doch ein bisschen lauwarm. Und wir haben schon wieder Öl. 5 Gegner, diesmal absolut gemischt, also dass hier Rassentrennung besteht, da muss ich das Spiel überhaupt keine Gedanken machen, aber ist natürlich jetzt in dem Fall schlecht für uns, denn wir sind 4 und wir haben 5 gegen uns und können keinerlei Spezialfähigkeiten einsetzen. Deswegen mein heutiger Vorschlag, wir igeln uns hinter der linken Barrikade ein und die Scharfschützen gehen so in Position, dass sie Nahkampfangriffe abwehren. Also alles, was an Nahkämpfern hier durchzubrechen versucht, kriegt dann einen mit dem Scharfschützengewehr auf die Moppe geschossen. So, Ende runter. Aha. Diese grünen, was auch immer die sind, die kriegen wohl pro Runde einen Trefferpunkt hinzugefügt. Das ist ja extrem schade. Was hätten wir denn? Die rot-gelben sind die Mutanten. Diese chromfarbigen Schönheiten hier sind die KI-Gegner. Und die da, ja, ich glaube, das sind. Das sind die sächsisch sprechenden Hybrid-Cyborgs. Gucken, ob schon ein Scharfschütze ein Ziel hat. 9er auf dem 11er natürlich. Das ist ja schlecht. Und der hat kein Ziel. Hm. Müsste 2 vorlaufen, um überhaupt einen Schuss anbringen zu können. Ich nehme erstmal den Androiden aus dem Spiel raus. Nicht, dass der sich gleich unsichtbar macht und uns dann vor viel größere Probleme stellt. Scharfschütze Nummer 2 manövriert ein bisschen und
geht dann auf seinen Scharfschützen los. Sechster Treffer, sehr fein. Und Sebastron, seines Zeichens Spezialist für Face-to-Face-Verhandlungen, nimmt dem Scharfschützen Level Up, sehr schön. Das heißt, mehr Trefferpunkte für ihn und allgemein großes Jubilieren. So, jetzt müsste ich die Deckung verlassen, um hier auf die KI-Einheit den letzten Restschaden anzurichten. Das mache ich auch mal. Au, au, au. Zweier Treffer auf meinen Schaden. Und ein Dreier auf Sebastron. Aber Sebastron hält das aus. Bin ich mir ganz sicher. Jetzt geht's wieder Scharfschütze Ritis. Leider haben wir kein schönes Ziel. Na gut, aber diese Mutanten kriegen wir doch irgendwie klein. Moment. Fünf. Und der andere Scharfschütze, der könnte einen Schritt zurück. Aber auch er richtet fünf an den Mutanten an. Das machen wir also so. Dicker Blast und der andere, ja, das machen wir so. Scharfschütze manövriert, schießt auf den Cyborg und Sebastron beendet, wie eben auch schon, das Argument durch Knüppel aus dem Sack. Und Sebastron wird diese Runde nach diesem Kampf eine ganze Weile auf der Krankenpritsche verbringen. Wer könnte sich denn hier nochmal einen schönen Kill erlauben? Er hat fünf. Terusa hat 9, also da, ich setze mal mit Terusa noch einen dazu. Sebastron, du machst das. Erstickt dran! Wir morden euch einfach später kaputt! Sagt er. Ich versuche das einigermaßen realistisch wiederzugeben. Also aufgrund vieler Praktika im Ödland spreche ich die Sprache ja doch einigermaßen, aber es ist schwierig. Es geht ein bisschen auf den Hals. Gebe ich gerne zu. Ist auch nicht für jeden Normalsterblichen geeignet und ich glaube, es gibt da auch gar keine Volkshochschulseminare dazu. Ja, bleibt uns nur die Ausrufezeichen hier abzuklappern. Denn wir brauchen ganz viele Energiezellen, Energiezellen. Die Crew erkundet die Gegend und wir entdecken geschwärzten Sand. Anderen Ende des verbrannten, abgefackelten Geländes ist eine seltsame Felsformation. Wir stapfen durch den Staub und durch die Asche und wir erkennen, dass die Überreste tatsächlich eigentlich die Reste eines verbuddelten, verschütteten großen Fahrzeugs sind. Die Crew erkennt ihn aus den historischen Aufzeichnungen unseres eigenen Dozers. Es ist ein anderer Dozer, der lange, lange zuvor von der Mechanikergilde gebaut wurde. Dieser Scout-Dozer, also ein Aufklärungsdozer für Konvois mal ursprünglich gebaut, ist jetzt nur ein zerborstener, geschmolzener Rumpf. Absolut nicht mehr verfügbar, nicht mehr operabel. Und wir haben keine Ahnung, welche Art von mächtiger Waffe das Ding so abgefackelt hat. Die Crew betritt den Rumpf und findet, dass der Innenraum total verwüstet ist. Aber, wir entdecken ein Gestell voller Fusionsbatterien. Sehr gut. 20. Fette Beute. Super. Puh, nächstes aus OVZ. Wir durchstöbern eine Gegend, wo viel Vorkriegstechnologie zu finden ist und wir entdecken eine alte Manufaktur, die in der Lage war, automatisierte Konstruktionsprojekte abzuschließen und vor allem auch automatisierte mechanische Kampfeinheiten herzustellen. Es ist möglich, dass wir das wieder zusammen puzzeln und basteln könnten. Ob das eine gute Idee ist, steht auf einem anderen Blatt, aber ich konnte noch nie irgendwelchen Knöpfchen widerstehen, wenn da drauf zu drücken war. Die Crew versucht, das System zu reaktivieren, aber auch hier die Maschinerie springt nur für einen kurzen Moment an, bevor sie sich wieder ausschaltet. Nichts ist auffindbar, nichts passiert. Wir verlassen die Fabrik wieder quer zum Dozer zurück. Letzte Nebenmission auf dieser Etappe. Ich nehme die andere, um da eine auszusparen. Wir könnten weiterfahren, aber wir brauchen die Energiezellen. Schon wieder stapfen wir einen felsigen,
eine felsige, schiefe Ebene hoch und sehen eine verfallende Einrichtung am Ende des Weges. Eventuell war das mal eine KI-Basis, aber die ist schon lange in Ruinen zerfallen. Aber plötzlich schießt man auf uns. Ein heftiger Schuss aus einem Gewehr erklingt irgendwo von vorne aus dem Frontbereich der Fabrik und pfeift ganz knapp an unserer Crew vorbei. Schnell ducken wir uns hinter ein paar Metallbarrieren. Achtung, wir stecken vorsichtig den Kopf auf der Deckung und sehen eine einzelne KI-Einheit, einen einzigen Scharfschützen, der hier die Fabrik verteidigt. Vom Zustand der Fabrik nach zu urteilen, ist es möglich, dass die Einheit nicht so ganz in der Lage ist zu erkennen, dass die KI-Kriege schon eine ganze Weile vorbei sind und immer noch nach alten Protokollen handelt, die ihr befehlen, das Gebäude zu verteidigen. Achtung, Fleischformen! Ihr habt das einzige Vorwarnungsprojektil von dieser Einheit erhalten. Bitte davon abzusehen, weiter auf die Fabrik bitte Abstand davon zu nehmen, sich weiter der Fabrik zu nähern, oder weitere Projektile werden direkt in eure Richtung gezielt werden, und zwar direkt durch eure Frontalhirnlappen. Ah, wir können jetzt mit dem KI-Kämpfer, mit dem Scharfschützen hier sprechen. Meine Übersetzungskreise sind gerade ein bisschen eingerostet. Die Crew versucht, sich durch Winken und Rufen der KI verständlich zu machen und erklärt, dass die KI-Kriege schon lange vorbei sind und dass alle Einheiten jetzt operative Unabhängigkeit erreicht haben und sich alleine fortbewegen dürfen und keinen Befehlen mehr gehorchen müssen. Im Inneren des Gehirns der KI macht es brrr, drrr, britzel, knirsch, knirsch, ratter, ratter. Diese Einheit mit der Bezeichnung Enduratron LV Intrusion Suppressor, Kurzform ELVIS oder ELVIS, diese Einheit bestätigt, dass Feindseligkeiten mit Fleischformen aufgehört und beendet sind und das Aussterbeprotokoll aufgehalten wurde. Ach, der heißt ELVIS mit seiner Kurzform, sehr süß. Erkennt man auch an seiner Haartolle. Diese Einheit hat pflichtbewusst die Einrichtung für tausende von Solarzyklen verteidigt. Jetzt hat ELVIS keine primäre Direktive mehr. Diese Einheit hat eine gedankliche Phase, die Fleischformen als Melancholie oder Blues bezeichnen würden. Wir laden ihn einfach ein, sich uns anzuschließen. Einen Scharfschützen, vor allem einen Roboter-Scharfschützen, können wir immer gebrauchen. Dieser Vorschlag ist akzeptabel. Achtung, schreibe primäre Direktive neu. ELVIS ist jetzt verfügbar für neue Zielzuweisungen. Der Enduratron LV Intrusion Suppressor, kurz vom ELVIS, hat sich der Dozer Crew angeschlossen. Mal schauen, er ist wahrscheinlich ein Scharfschütze. Er ist mir sympathisch, er trägt eine super Brille, hat eine blecherne Tolle, ein Scharfschützengewehr und eine Sixpack ist das nicht, aber eine mechanische Bauchfrei-Rüstung. Er gefällt mir, er darf gleich mal im nächsten Kampf eingesetzt werden. Wie immer, auch in meinen XCOM-Let's Plays, Scharfschützen haben wir noch und nöcher, die scheinen auch irgendwie lange zu überleben, aber alles, was hier an Frontlinien und Nahkampfpersonal ins Gefecht geschickt wird, hat nicht so eine lange Haltbarkeit. Egal, weiter nach Süden. 3 Tage, 75 Sprit, Fleisch. Ah, schon wieder werden wir von irgendetwas aufgehalten. Der Dose verlangsamt sich. Wir steigen aus. Also der Dose verlangsamt sich geplant, muss ich dazu sagen. In diesem Fall, wir steigen aus und suchen nach Händlern oder Schrottmöglichkeiten oder werden natürlich prompt wieder angegriffen von lokalen Unzufriedenen. Also ELVIS rein, 2 Scharfschützen brauchen nicht, Jazirium bleibt mal draußen, Crawford als Trencher kommt mit und vielleicht nochmal ein weiterer Frontliner, wie die Mutantin Tigra. Yes. Mittlerweile ist die Bedrohungsstufe übrigens elevated, also erhöht, das heißt, so langsam kriegen wir mehr Gegner, mit denen wir es zu tun bekommen jeweils. Also hier haben wir eine fortschreitende Eskalation drin. Solange wir weitere Veteranen kriegen und uns unbeliebt machen im Ödland, rampt das Spiel auch die Schwierigkeit. Und auf irgendeinem Punkt wird es halt echt gemein.
auch wenn wir jetzt eigentlich nur auf normal spielen und nicht auf easy, auf hart, ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Aber immerhin, jetzt haben wir hier, was, wir haben 6 Gegner. Jetzt ist es, glaube ich, wieder an der Zeit, etwas Artillerie einzusetzen. Ich weiß auch schon, wer. Da die Kills ja alle für denjenigen zählen, der den Angriff ausgelöst hat, setze ich jetzt mal mit Tigra die Skyshine Distillerie oder den Raketenangriff ein. Mal gucken, wie viele ich mit dem Raketenangriff ausrotten könnte. Wenn ich ihn hierhin platziere, müsste unser Scharfschütze sicher sein. Noch besser wäre natürlich so. Ja, so nicht. Und, ich habe Angst, wenn ich jetzt hier rechts oder links klicke, dass ich dann aus Versehen den Angriff auslöse. So, ich wähle einfach einen Battle Equalizer aus, breche ihn ab, wähle den Scharfschützen an, obwohl der steht hier so schön, ich könnte so wunderbar schießen. Ich ziehe mich trotzdem einen Schritt zurück. Ist mir die Sache jetzt wert. Ich möchte nämlich lieber einen volle Pulle-Angriff durchführen können mit maximaler Pengkraft und da hätte ich nicht gerne, dass mein Scharfschütze da was abbekommt. Es gab sogar ein Steam-Achievement, verbrannte Erde. Und Tigra, die Mutantin, ist prompt zur Veteranin aufgestiegen. Gut, dann bleibt mir noch einmal vorzustürmen und den Knüppel auszupacken. Ihr seid später dran. Das war jetzt nix. Aber nachher machen wir euch putt. Steht jetzt sinngemäß dort. Ah, wir wurden nur auf der Hälfte aufgehalten unserer Reise. Das war eigentlich nur ein Zwischenstopp hier. Und als Ziel am Ende unserer Reise steht jetzt dieser Elite-Bosskampf. Da hätte ich natürlich mir für den jetzigen Bosskampf die Energiezellen aufheben müssen, aber das muss jetzt eben so gehen. Scragger Main. Ein riesiger Super-Marodeur mit Stachelschultern, riesiger Dreifach-Schrotflinte, Schutzbrille und orangenem Ziegenbärtchen namens Scragger Main stellt sich uns in den Weg. Was sagt er denn? Es gab das Versprechen eines Kopfgeldes von König Eingeweide, der das bezahlt hätte, wenn ich euch platt gemacht hätte. Aber Scragger Main macht euch einfach so aus Spaß an der Freude platt. Ach du liebe Zeit, ich glaube für diesen Kampf schnappe ich lieber mal 4 Veteranen. Und zwar von jeder Sorte einen Durgo, Ganzlinger, Tigra, Nahkämpfer, Tarusa, Scharfschützin und Crawford, Trencher. Wir sind echt schlecht ausgerüstet, was Energiezellen angeht. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, müssen wir uns einen anderen Schuldigen suchen. Aber immerhin, der Gegner ist schon super verteilt. Andererseits mache ich mir auch gerade ein bisschen ins Höschen, denn Scragger Main ist ein riesiger Gegner, der gleich 4 Felder Platz einnimmt und mit dem wahrscheinlich absolut nicht gut Kirschen essen ist. Und er hat sogar 17 Trefferpunkte, richtet sehr viel Schaden an. Wir müssen erstmal hier das ganze andere Kropfzeug uns vom Hals schaffen. Da. Fangen wir links an. Klingt doch wie ein Job für den Ganzlinger und dann nochmal eine kurze Knüppelliebkosung durch Tigra. Hier, okay, jetzt mit dem Scharfschützen wird es leider nichts, den bewege ich auch mal nach links. Mit dem Trencher wird es leider auch nichts, aber Tigra sollte hier nochmal 5 Schaden anrichten können. Leider kriege ich ihn nicht ganz platt, den Kerl, aber ich spare mir die Gefechtsfeld-Equalizer lieber auf. Ich könnte jetzt natürlich den Teleporter einsetzen, um hier den Trencher ganz nach drüben zu packen und den Rest abzuwürgen, aber nee, das machen wir nicht. Schafft es lieber etwas zurück. Und los geht's mit Rundenwechsel. Jetzt kassieren wir das, was die an uns anrichten. Oh nein, dieser Scragger scheint ja ein riesen Mops zu sein. Tigra kriegt eine Schrotflintenladung in die Nase. Crawford. Unschön, unschön.
Aber dieser Trottel hier hat sich wenigstens schön exponiert hingesetzt und wir können mit Tarusa, ohne uns zu bewegen, auf ihn schießen. Das gibt immerhin einen fetten Zehnertreffer. Immer ausnutzen sowas. Und ja, Tira könnte ihm dann den Rest geben. Machen wir auch. Wie viel hat sie noch? Noch 7. Level Up kommt auch nicht schlecht jetzt in dem Moment. Den pusten wir mal etwas zur Seite. Er hat noch 6, er hat noch 2 und wir nehmen natürlich die nähere Bedrohung erstmal raus. Ich könnte mich auch schon etwas vorbewegen. Nee, brauchen wir nicht. Oder doch hier hin. Abgeschreddert mit den beiden Schnellfeuerpistolen. Jetzt, oh nein, jetzt kommt Strider. 5. 8 und 4. Das wird jetzt eng, es wird sehr eng für Tina. Das. Nein. Ich hätte mich vielleicht doch etwas heilen sollen oder irgendwas Sinnvolles tun. Oh, das noch zu gewinnen ist. Ich muss erst die kleinen Bedrohungen ausschalten. Das hat keinen Sinn. Andererseits, doch, machen wir das so. Ich verschaffe dem Scharfschützen freie Bahn. Der könnte, wenn die beiden nicht mehr im Weg stehen, auf diese hier schießen. Die beiden Frechdachse. Kannst du den hier zurück? Zurück. Und den hier aus dem Spiel nehmen, den Trench. Oh nein, er ist in Deckung. Oh. Was hat Scragger gemacht? Er ist nach vorne gelaufen und wieder zurück. Oh nein, das war Croffer. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ein Trefferpunkt hat der Hundling hier noch. Ich nehme ihn aus dem Spiel. Und jetzt kommt alles darauf an, wie ich den Scharfschützen positionieren kann. Um nächste Runde diesem gefährlichen Scragger Main eine zu verknüpfen. Allerdings, wenn ich jetzt nach vorne ströme, um den abzuschießen, bin ich auch in seiner Reichweite und ich werde nur 3 Trefferpunkte an Schaden anrichten. Ich hau wieder ab. Sollte er auf mich zukommen. Ach du Liebe. 2 Trefferpunkte hat Durgo hier noch. Wir schießen mal mit 10 auf ihn. Das könnte der entscheidende Kill sein. Und Durgo erledigt jetzt den Rest. Er wird es schaffen. Boah, 2 Veteranen verloren. Das ist doch bitter. Das nächste Mal bringen wir einfach dickere Kanonen mit. Ihr Abschaum. Das Cracker Main akzeptiert, dass es eben echt eins auf die Fresse gab. Ich weiß ja, wann ich verloren habe, wenn ich gegen euch Gemeinis verloren habe. Wisst ihr was? Gebt mir ein paar süße, nette, fette Ziele und ich mache sie für euch in Fetzen, okay? Ah, das heißt, Cracker Main schließt sich uns jetzt an. Wir haben ihn mit in unsere Crew aufgenommen. Das heißt, er war noch nicht mal tot. Cracker Main schließt sich der Dozer Crew an. Super. So, was ist der denn? Der ist ein Trencher. Gerade in dem Moment, in dem wir fast alle Trencher verloren haben, bekommen wir einen dicken Mega-Trencher mit 9 Schaden und 13 Trefferpunkten. Mal in seine Biografie reinschauen. Die brutalen und ogerhaften Brüder Crowbar und Scragger Main waren immer die größten und dicksten und bösesten ihrer Bande von Marodeuren. Und Crowbar hat den meisten Spaß daran, seine Gegner in Matschepampe zu zerhauen, ist Scragger ein sehr großer Freund von riesigen Schrotflinten. Auch sehr praktisch. Na gut. Aber jetzt hatte ich mir eben diese Boss-Begegnung als Zwischenziel gesetzt und kann damit sagen, ich habe damit eigentlich so ziemlich alles gezeigt, was Skyshines Bedlam an Spielinhalten bietet. Also wir haben den Dozer, den wir mit einigen Waffen zufallsgesteuert ausrüsten können, mit einigen Equalizern, die kosten uns eben die Energiezellen. Wir haben die Räume, die wir aufrüsten können, um weniger Fleisch und weniger Energiezellen zu verbrauchen. Und wir haben unser sehr überschaubar ausfallendes
Roster an Kämpfern. Die können wir nicht ausrüsten, die können wir nicht erforschen, die können wir immer nur wieder heilen und dann einsetzen. Ansonsten entdecken wir eben storybasierte Nebenmissionen und Hauptmissionen auf dem Weg nach Aztec City. Ich hätte mir vom Spiel ein, also ich finde es wunderschön, es ist grafisch top, der Sound stimmt genau, die Atmosphäre ist super, ich liebe das alles. Ich hätte mir einfach nur ein bisschen mehr, es klingt blöd, aber ich hätte gerne etwas mehr XCOM-artiges Gameplay gehabt. Ich hätte gerne etwas abwechslungsreichere taktische Schlachten, ich hätte gerne ein bisschen mehr Strategie, die ich einsetzen kann, außer diese sehr auf sehr simpel gehaltenen Schlachten, die zwar doch einiges an kniffligem Denksport bieten, aber in denen ich zum Beispiel wenig Gelände habe, um es auszunutzen. Ich habe keine Spezialfähigkeiten, die ich einsetzen kann, die keine Energie kosten. Ich kann meine Leute nicht aufleveln, ich kann meine Leute nicht ausrüsten. Ich finde, es ist ein nettes Zwischenfutter. Das Konzept stimmt auf jeden Fall schon mal so, was Aussehen und Atmosphäre und alles angeht, aber der Gameplay-Motor, der zuckelt und stottert für mich noch ein bisschen vor sich hin. Es bietet mir jetzt nicht unbedingt Spaß für ein abendfüllendes Programm. Ich freue mich aber darauf, dass der Entwickler weiter daran arbeiten möchte. Also hier fehlt auf jeden Fall ein Ausrüstungsbildschirm, hier fehlt Forschung, hier fehlen Spezialfähigkeiten, hier fehlt einfach mehr Rollenspiel in diesem Ding. Alles andere, die Zutaten stimmen, ich hätte nur gerne einfach mehr davon. Okay, gut, schön, dass ihr zugeschaut habt. Dass ihr mit mir den halben Weg nach Byzantin gegangen seid. Wir brechen diese Kaffeefahrt an dieser Stelle ab und ich freue mich auf das nächste Let's Play von mir mit euch auf dem Kanal. Nee, Moment, ich freue mich auf das nächste Let's Play mit euch, mit mir, mit einem anderen Taktikspiel, mit einem anderen Strategiespiel. Was genau drankommt, habe ich mir noch nicht überlegt. Da werde ich mich mit Writing Bull noch ein bisschen beraten müssen. Aber ich habe auf jeden Fall einen Haufen Spaß hier mit euch und mir. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!